Also, was nun? Gibt es jetzt Planet 9 oder nicht? Eine aktuelle Studie legt die Vermutung nahe, dass ein Ring aus abertausenden kleineren Objekten einen ähnlichen Effekt haben könnte wie ein einzelner Planet. Und eine weitere Studie bestätigt wiederum Planet 9, und zwar als Supererde. What? Klick zum Science & Fiction. Nur hier gibt es täglich spannende Wissenschaftsvideos. Abonniert den Kanal nur dann. Und nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. One, two. Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Also was stimmt denn nun? Ist die Theorie vom Planet 9 nun entkräftet oder im Gegenteil sogar bekräftigt? Der Reihe nach. Ende Januar erschien eine Studie mit ja einer ernüchternden These. Könnte es sein, dass Planet 9 gar nicht existiert? Ist der Planet ein reines Hirngespinst, beziehungsweise ist der Wunschvater des Gedankens damit der Grund gefunden, warum wir Planet 9 immer noch nicht entdeckt haben? Die These. Ein Ring aus abertausend Objekten, die zusammen die bis zu zehnfache Erdmasse hätten, hätte zusammen den gleichen Effekt auf die Umlaufbahnen zahlreicher transneptunischer Objekte, kurz TNOs, also Asteroiden und Zwergplaneten, wie ein einzelner Planet. Bäm! Das sagt die Studie von Jihad Tuma von der American University of Beirut und Atranik Sefilian von der University of Cambridge aus. Planet 9, also Pustekuchen, Jihad Tuma. Die Hypothese von Planet 9 ist faszinierend. Wir wollten jedoch nachprüfen, ob es eine andere, weniger dramatische und vielleicht natürlichere Ursache für die merkwürdigen Bahnen geben könnte, die wir bei einigen TNOs sehen. Ihre Studie berücksichtigt ihren Angaben zufolge zum ersten Mal auch den Rest des Sonnensystems. Sie sagen, in Kombination mit einem vereinfachten Modell des Sonnensystems könnte das die ungewöhnliche Orbitalarchitektur einiger Brocken am äußeren Ende des Sonnensystems erklären. Die beiden Wissenschaftler gingen in ihrer Studie von einem gigantischen Ring von Objekten aus und tatsächlich, er beeinflusste die Umlaufbahn der transneptunischen Objekte genauso wie ein hypothetischer Planet 9. Also, hat sich die Wissenschaft geirrt? Dazu muss man sagen, nur eins ist sicher, Objekte jenseits des Neptuns haben exzentrische Umlaufbahnen. Irgendetwas stört sie so, dass es jeweils Beulen in ihrem Orbit gibt. Das ist zigfach bestätigt und unzweifelhaft. Doch was verursacht diese Beulen? Dazu gibt es nur unbestätigte Hypothesen. Und dazu ist jetzt aktuell eine weitere hinzugekommen. Denn die zwei der wichtigsten Verfechter der Planet-9-Theorie haben zurückgeschlagen. Michael Brown und Konstantin Bettigen vom California Institute of Technology, Caltech, haben nun tausende Computermodelle durchgerechnet und damit erneut überprüft, ob Planet 9 existieren könnte oder nicht. Und die Ergebnisse sind spektakulär. Erstmal haben sie die Chance für Planet 9 auf 500:1 gerechnet und sie haben eine neue Bahn und eine andere Größe für Planet 9 errechnet. Demnach ist er nicht bis zu 1000 astronomische Einheiten, das ist der Abstand Erde-Sonne, sondern nur 400 von der Sonne entfernt und er ist nicht bis zu 10-mal so groß wie die Erde, sondern nur bis zu 5-mal. Zitat: Bei 5 Erdmassen ähnelt Planet 9 wahrscheinlich eher einer typischen extrasolaren Supererde. Das sagt Bettigen. Damit würde auch die Möglichkeit eines Gasplaneten entfallen und es könnte sehr spannend werden, wie diese Supererde dann aussieht. Leben auf Exoplaneten, neue Erkenntnisse zur Entstehung von Leben. Hier draufklicken für dieses Video. Sehr, sehr spannend. Also anklicken, angucken, abonnieren. Bis dann. Bleibt dran.